zusammen und herzlich willkommen auf meinem Gunpower Channel. Heute wird es wieder ein kleines Review von mir zu sehen geben. Und zwar hier von einem Knicklaufgewehr. Da haben wir hier heute das Hämmerli Black Force 800. Das Gewehr wurde mir wie immer von der Firma Teutenberg & Sohn zur Verfügung gestellt. Nochmal vielen Dank dahin. Ja, das Gewehr hat die Firma Teutenberg & Sohn im Moment in ihrem Special Offer. Das heißt, ihr bekommt das Gewehr mit noch jeder Menge Zubehör zu einem wirklich spitzen Preis. Ihr zahlt insgesamt 119,90 Euro. Dazu bekommt ihr noch eine kleine Walter-Taschenlampe für einen Schlüsselbund, Zielscheiben, 500 Diabolos und 100 Reinigungspfropfen. Also schon alleine für das Zubehör zahlt ihr ungefähr 15 bis 20 Euro. Also lohnt sich das Ganze hier auf jeden Fall. Schaut mal vorbei. Den Link zum Shop findet ihr wie immer bei mir in der Beschreibung, werden auch gleich nochmal einblenden. Und ja, ansonsten viel Spaß beim Review. Geliefert wird das Ganze in einem Pappkarton, hier mit Bedienungsanleitung, wo natürlich die wichtigsten Informationen mit drin stehen, wie ihr das Gewehr zu benutzen habt und wie nicht. Und ja, das Zubehör, was ich gerade erwähnt habe, von dem Special Offer von der Firma Teutenberg, bekommt ihr natürlich für die 120 Euro noch mit dabei. Standardmäßig ist natürlich nur die Bedienungsanleitung mit dabei. Die Energiequelle bei dem Gewehr hier ist Kolbenfeder. Ja, das heißt, ihr müsst den Lauf immer einmal kippen, um hier drinnen den Kolben mit der Feder zu spannen. Dann wird ein Diabolo geladen, der Lauf wieder zugeklappt. Und ja, dann könnt ihr hier diesen Diabolo verschießen. Danach muss der Vorgang natürlich wiederholt werden. Kaliber ist hier bei diesem Modell, wo ich hier liegen habe, 4,5 mm. Das Ganze gibt es natürlich noch in 5,5 mm. Die Energie bei dem 4,5 mm Gewehr ist natürlich 7,5 Joule. Bei dem 5,5 mm Gewehr 16 Joule. Ja. Damit Geschossgeschwindigkeit bei 4,5 mm 175 Meter die Sekunde, bei 5,5 mm 200 Meter die Sekunde. Der Abzug hier hat einen Druckpunkt, ja, wo ich gerade mal geguckt habe, hier unten über dieses Loch hier kann man mit dem Schraubendreher hier rein und an dem Abzug kann man den Vorzugsweg noch ein wenig verstellen. Ja, hier ist der Vorzugsweg. Wenn das Gewehr gespannt ist, ungefähr ja, 5 mm bis 1 cm, so genau kann ich es euch jetzt nicht sagen. Aber sobald ihr die Schraube rein rausdreht, ja, wird der Vorzugsweg hier noch länger. Weicher wird der Abzug dadurch nicht wirklich. Die Sicherung sitzt hier oben, ist automatisch. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr den Lauf kippt, ein Diabolo einlegt, wieder zuklappt, geht hier die Sicherung nach hinten raus. Das heißt, der Abzug ist gesichert und es kann sich kein Schuss lösen. Dann müsst ihr quasi diese Sicherung, die raussteht, reindrücken mit dem Daumen und dann kann es losgehen. Ja, die Lauflänge von dem Gewehr hat hier 775 mm, Entschuldigung. Der Lauf ist natürlich gezogen. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 1142 mm. und ein Gewicht von 3280 Gramm. Wie man schon sehen kann, ist der Schaft hier komplett aus Polymerkunststoff. Der Griff hier hat ein bisschen sowas von der Flinte, also so ungefähr wie bei der Hämmerli Air Magnum. Ja, also liegt wirklich sehr angenehm in der Hand. Hier noch ein Fischrautenmuster drauf, hier vorne auch am Schaft. Also liegt wirklich sehr gut in der Hand. Ja, gucken wir uns das Gewehr mal was genauer an. Wie ich gerade schon sagte, hier unten haben wir natürlich den Abzug, der hier, ja, ich glaube nicht aus Stahl, sondern aus Zinkdruckguss ist. Ja, hier oben haben wir die Sicherung, die automatische, die, wie ich schon sagte, jedes Mal beim Knicken vom Lauf und Laden, also quasi beim Ladevorgang, sich jedes Mal rausschiebt. Ist der Abzug hier gesperrt, einfach mit dem Daumen nach vorne und schon könnt ihr loslegen. Hier haben wir natürlich eine Schiene für Zielfernrohre zu montieren.
Hier oben Hämmerli Black Force 800. So, was haben wir hier? Einmal die Seriennummer, Kaliberangabe, Diabolo. Damit wird das Ganze hier geschossen. Und das F-Zeichen. So, hier oben drauf haben wir eine Fiberglas-Optik-Visierung. Das heißt hier die Kimme, die natürlich in der Höhe und in der Seite verstellbar ist, hier über diese Räckchen, die hier angebracht sind. Hier vorne haben wir natürlich noch das Korn, ja, auch Fiberoptik. So, drehen wir das Ganze einmal. Ja, hier auf der Seite gibt es nicht mehr allzu viel zu sehen. Die Schaftkappe hier hinten ist aus, ja, sagen wir mal, etwas festerem Gummi, würde ich sagen. Ja, also hartes Kunststoff ist es nicht, das ist schon eher Gummi, aber ja, wirklich sehr fest. So, das war es soweit zum Gewehr. So, würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Schusstest. Ja, den Schusstest, den werden wir heute wieder mal auf 10 bis 12 Meter machen. Hier mit dem Umarex Mosquito. Ja, auf die Scheibe stehend, nicht aufgelegt. Ich zeige euch noch gerade, wie man das Gewehr lädt. Geht quasi hin. Knickt das Ganze hier einmal. Ja. Nehmt euch einen Diabolo. Legt den hier ein. Also der Diabolo, muss ich sagen, der fällt hier schon fast in den Lauf, ja. Also habe schon andere Gewehre gesehen, wo man den mit etwas Druck reindrücken muss. Also hier, ja, fällt er schon fast rein, fällt aber nicht raus, was auch gut so ist. Klappt ihr das Ganze einfach wieder zu. So, wie man sieht, ist hier hinten die Sicherung rausgegangen. Ne? Also so ist das Ganze jetzt gesichert. Ja, und ich würde sagen, gehen mal raus, machen mal ein paar Schuss auf die Scheibe. Ich würde sagen, wir machen mal so 8 Schuss. Die Visierung habe ich jetzt hier nicht eingestellt. Ja, ich habe das Ganze hier auch noch nicht geschossen. Also gut, werden wir mal gucken, was gleich bei rauskommt. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, dann kommen wir mal gerade zum Fazit. Hier jetzt nach dem Schusstest, wie man gut sehen kann. Also ich finde, das Ganze hier ist wirklich sehr gut geworden. Hier, das war der erste Schuss. Ja, das Visier, wie schon gesagt, war nicht eingestellt, die Visierung. Habe mich dann relativ gut eingeschossen gehabt bei den 8 Schuss hier. Und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.
wie man im Video vielleicht auch sieht, habe ich mir nicht gerade wirklich viel Zeit gelassen zum Zielen. Ja, also die Abstände zwischen Laden und Zielen waren eigentlich sehr kurz gewesen und ich finde, fürs erste Mal schießen hat das Ganze hier wirklich super funktioniert gehabt. Also, weiß ich, ich bin zufrieden. Ja, zu dem Gewehr selber. Also ich finde, für den Preis von 120 Euro macht man mit dem Gewehr hier wirklich nichts verkehrt. Ja, die Optik ist wirklich, wie ich finde, relativ ansprechend. Vor allen Dingen der Griff hier liegt wirklich super in der Hand. Die Verarbeitung, gut, lässt sich drüber streiten. Ja, man hat hier manchmal hier und da mal einen kleinen Grat. Aber wie gesagt, das Ganze hier ist aus Polymerkunststoff. Und wenn es euch stört, ja, kann man da mit einem Cuttermesser, kann man da sich selber Abhilfe verschaffen. Aber wie gesagt, für 120 Euro ist das Gewehr hier wirklich tadellos. Der Prellschlag bei dem Gewehr hier ist, ja, sagen wir mal, schon enorm, ja, schon ziemlich stark. Mich hat es jetzt nicht wirklich gestört. Ja, also ist Geschmackssache meiner Meinung nach, ja, wie das eigene Empfinden da irgendwo so ist. Wie gesagt, mir hat es jetzt Spaß gemacht beim Schießen. Der Prellschlag hat mich überhaupt nicht gestört. Ja, hier der Abzug, wie gesagt, das ist vielleicht den einen oder anderen wird stören. Ja, das Ganze hier hat wirklich einen sehr deutlichen Druckpunkt. Da haben wir hier noch einen Vorzugsweg, der, ja, finde ich, ziemlich lang ist. Aber gut, man darf auch nicht vergessen, das Gewehr kostet 120 Euro. Ja, und ich finde, für 120 Euro bekommt ihr hier wirklich was Gutes. Ja, Preis-Leistung passt hier auf jeden Fall. Ja, also meiner Meinung nach ist das Gewehr hier auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, für jeden Anfänger oder, ja, sagen wir mal Hobbyschützen, der hier und da mal ein paar Schüsse auf die Scheibe bringen will, ist das Gewehr mit Sicherheit wirklich sehr gut. Ja, und ja, wie gesagt, da gibt es jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Nochmal vielen Dank an die Firma Teutenberg und Sohn, die mir hier das Gewehr zur Verfügung gestellt hat. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Euer Dibo.